Sehen Sie, es gibt zwei große Pole in unserem Leben und die schließen sich aus. Und das, was ich jetzt sage, halte ich auch für einen ganz wichtigen Durchbruch, zumindest als ich es gelernt habe. Wir sind in einer Komfortzone und da sind wir, weil wir es bequem haben wollen. Da sind wir drin. Wir wollen es bequem haben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich will es gar nicht bequem haben, ich möchte frei sein. Ich möchte Freiheit, ich möchte frei sein. So, und wenn wir jetzt aus unserer Komfortzone herausgehen und krabbeln da mal vorsichtig raus und stoßen auf ein P wie Problem, dann sagen die meisten Menschen, die es bequem haben wollen, ich bin ja blöd, ich gehe zurück in meine Komfortzone, ist das Problem weg. Macht Sinn, oder? Einer will sich mal verselbstständigen, stößt auf Probleme mit Ämtern, mit Kunden, die nicht zahlen. Alles Probleme. Sagt er, ich bin doch nicht bescheuert. Ich will es ja bequem haben. Ich wollte ja eigentlich nur mehr Kohle haben, damit es mir besser geht, bequemer geht. Wenn Sie aber sagen, ich bin ein Freiheitstyp, ich möchte Freiheit, dann verstehen Sie das Problem. Da müssen Sie durch, damit Sie zur Freiheit gelangen. Das schließt sich aus. So, das mit der Bequemlichkeit, das akzeptieren Sie noch. Weil Sie sagen, ja, bequem ist wirklich nicht so gut. Bin ich zwar manchmal ein bisschen, ich auch, aber eigentlich bin ich der Freiheitstyp. Wenn ich jetzt aber sage, dass der große Bruder der Bequemlichkeit die Sicherheit ist, dann wird es schon anders. Dann wird es uns schon sehr, sehr ungemütlich, stimmt's? Wir müssen uns entscheiden zwischen Sicherheit und Freiheit. Zwischen Bequemlichkeit und Freiheit. Und das ist immer wieder schwer. Wer hat das schon erlebt, dass das schwer ist? Dass Sie eigentlich wissen, Freiheit, klar, das ist meins, aber es ist trotzdem schwer, stimmt's? Und den Kampf haben wir jeden Tag, jedes Jahr, den haben wir immer wieder. Und trotzdem gibt es nichts, was so schön sein kann wie die Freiheit. Aber wir müssen wissen, die Freiheit schenkt uns nicht Sicherheit und Bequemlichkeit. Die Freiheit schenkt uns Freiheit. Das ist was ganz anderes. Oh, das ist aber hart. Wer empfindet das als hart? Da haben Sie recht. Aber es hat keiner gesagt, dass ein Leben in Schönheit und Freiheit leicht ist. Es ist nicht leicht, aber es ist schön.